Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Und ich glaube, ich habe das ganze Ereignis mit Solaire schon falsch gemacht, denn Solaire ist jetzt schon verschwunden. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht mehr wegteleportieren darf, wenn man das Leuchtfeuer angezündet hat. Und ich weiß auch nicht, ob die Tausendfüßler da alle nachspawnen hier vorne. Ja, es sind eigentlich Dinosaurier-Hinterteile oder Drachen-Hinterteile, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Nö, die spawnen nicht nach. Gut. Vielleicht habe ich es noch nicht ganz versaut, ich weiß es nicht. Ich habe die Storyline nicht mal ganz so hundertprozentig im Kopf. Aber wir werden jetzt einfach mal das Beste draus machen. Ja, und ich habe mich entschieden, ich mache es für die Kamera, dass ihr seht. Ah, nee, das muss ich anders machen. So weit läuft er gar nicht. Okay, wir gehen mal weiter hier. Isolit! Und nicht vergessen, den orangenen Ring anziehen, der vor Lava schützt. Ja, sonst habt ihr nämlich hier ziemliche Probleme. Hier liegt eine Seele eines Ritters. Und hier auf diesen kleinen, schmalen Stegen könnt ihr ganz schnell abrutschen. Da ich mich gerade verlaufen, kann das sein? Ja, und der erwischt mich voll, das war so klar. Ah. Na, ja, guck mal, was die abziehen. Hau, 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 hau. Heiß, 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 heiß. Jetzt weiß ich auch, warum ich das noch nie gemacht habe. Ja, und hier müsst ihr rüberlaufen zu diesem kleinen Steg da vorne. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Da der ganze Lava. Ah, und guck mal, wie viele Viecher da noch rumstehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück alleine. Ah, da kommen meine Feuerkugelfreunde. Ich brauche die Einschlag mehr für den Kerl. Das irritiert mich jetzt ein bisschen. So, ich habe noch 6 Pfeile. Sieht nicht so aus, als würde der rüberkommen zu mir. Na komm. Das haben wir fast gedacht. Au! Wenn er aber mit seinem Treten aufhören würde, ne? Stehe ich schon wieder in der Lava. Oh. Nein, sterben wäre jetzt schlecht. Die Fliege, geh weg. Ah, das kann man nicht blocken. Blöde Fliege. Ich habe Angst, dass ich sie einatme und esse. Hä? Na, jetzt kommt. Jetzt will der auch nicht. Dann wechseln wir mal auf die 201 besseren Pfeile. Wow. Wir haben ja halt mal ganz elegant nachläuft. Wo ist die Plattform? Da ist die Plattform. Heiß, 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 heiß. Ah. Ja, ihr seht, es ist ein bisschen tricky mit den Viechern.
Ah, jetzt kommt er. Auf geht's, Karl Gustav. Jetzt drehe ich mich genau um, wenn er mich schlägt. Trink! Nein, 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 nein! Oh, das ist immer so knapp. Oh, 2000 Seelen. Alles ganz gut geklappt bisher. Jetzt gucke ich erstmal da rein. Vielleicht ist da noch irgendwas drinnen. Nein, diese Tür ist massiv. Aber irgendwo, glaube ich, gibt es da einen Eingang. Auch massiv. Du? Nee, bist auch nicht echt. Gut. Ja, sind da noch. Ach, der ist echt. Na dann kommen wir runter. Sind da noch 5000 solche Viecher? Ist ja alles kein Problem. Das sind ja ein Held von. Keine Ahnung. Nein, ich hab den Bogen in der Hand. Uah, keine Ausdauer mehr. Nein. Nicht zertreten. Ja, bei den Kämpfen braucht ihr einiges an Geduld, das sage ich euch jetzt schon mal. Ich habe keine Estus-Flakos mehr, das ist blöd. Hier geht's auch nicht rein. Hier ist die Öffnung. Oh, da ist eine Truhe. Seele eines bedeutenden Helden. Das ist schon mal nicht schlecht. Fünf, sechs. Wow, das sind dann noch so viel. Nö, das mache ich jetzt nicht mehr. Nee, nee, das ist mir zu viel, Leute. Das könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ja, nachdem ich die Queste eh schon verhaut habe, bin ich mir ziemlich sicher. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ein paar Seelen waren es ja auch. So, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Ihr seht, das sind dann noch 1, 2, 3, 4, 5. Und die anderen 20 Stück da vorne. Nee, nee, nee. Das ist ein ziemlich langes und hartes Unterfangen. Das muss ich jetzt nicht haben. So, gehen hier rüber. Und hier gibt es wieder eine Seele. Doppelmenschlichkeit. Und da müssen wir hin, da wo dieser Tempel steht. Guckt es euch an, da stehen ja immer noch so viele. Die haben alle kein Zuhause. Was sage ich euch? Die haben alle kein Zuhause. So, ich muss jetzt hier aber runter. Ja, schnellster Weg. Und da kann man nämlich eine Wand einschlagen. Die ist nämlich fake. Und dahinter gibt es ein Leuchtfeuer. Dieses Leuchtfeuer wollt ihr haben. Hier sind eh schon die Zeichen. Leuchtfeuer. Scheinbar die Wand. Tada, da ist ein Leuchtfeuer. So. Da werde ich jetzt mal Menschlichkeit tanken. Nämlich eine doppelte und eine einzelne. Wir kehren unsere Aushöhlung um, werden zum Mensch. Dann werde ich das Leuchtfeuer zweimal entfachen, damit ich mehr Estus-Flakos habe. Und dann... Was bin ich? Also ich bin schon Mensch. Haha. Und dann gehen wir nach Isalith. Und ich habe mich jetzt extra zum... blöde Fliege. Zum Menschen gemacht, denn wir treffen wieder auf Finstergeist Kirk. Den wir jetzt wahrscheinlich hoffentlich zum letzten Mal besiegen werden müssen. Damit wir endlich seine Ausrüstung bekommen, ja. So, vom Leuchtfeuer geht die hier geradeaus zu diesem zusammengefallenen Gebäude. Die Fliege nervt echt hin. So, hier geht's wieder hoch.
So, ab hier braucht ihr den Feuerring nicht mehr. Da könnt ihr diesen orangenen verkohlten Ring ablegen und wieder den Ring eurer Wahl einsetzen. Weil der nächste Abschnitt findet auf festem Boden stand. Da ist keine Lava mehr. Aber dafür viel, viel anderes böses Getier. So. Seid ihr bitte vorsichtig, hier kommen es nämlich viele lebendige Statuen. Was macht ihr da mit dem Baumstumpf? Das Gelände hier unten ist ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen Ranken. Da kann euer Charakter vielleicht sogar mal hängen bleiben, deswegen vorsichtig. Und ihr seht schon, diese Viecher kommen von allen Seiten. Sind zwar jetzt nicht die stärksten, aber sind auch nicht die schwächsten Kreaturen hier unten. Und sie geben ja gut Seelen, 300 für so einen einfachen Gegner ist okay. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren im Großen und Ganzen. So, der ist fake. Hoffe ich zumindest. Nein, der ist nicht fake. Uah! Ja, und ihr seht, das wird ganz schnell zur Grillparty hier unten. Das sind die mobilen Flammenwerfer. Luft die Feuerwehr! Hilfe! Die halten noch ein bisschen mehr aus als die in den Dämonenruinen. Da brauche ich einen Schlag mehr. Da ist auch noch einer. So, was? So, das war's jetzt auch für dich. Die dunklen Statuen sind fake, die sind unecht. Aber diese mehr orangefarbenen, die sind echt, die greifen wir natürlich an. So, hier unten gibt es auch nichts mehr. Da oben liegt noch was, ihr habt es gesehen. Und da oben ist ein riesiger Staubsauger. Boah, der hat überall Augen. Das ist auch eine gefährliche Kreatur. Der ist ungefähr so wie die Würmer, die in den Dämonenruinen aus der Wand brechen. Wenn euch dieser Angriff erwischt, wo dieses Gas freilässt, zerstört ihr damit eure Waffe. Da müsst ihr aufpassen. Deswegen den so schnell wie möglich umrunden und dann töten. So, hier ist nichts mehr. Und jetzt spawnt gleich Finstergeist Kirk. Aber zuvor trefft ihr noch auf eine Chaoshexe. Und lasst sie nicht zum Zaubern kommen. Die hat nämlich ziemlich krasse Pyromantie-Zauber. Und da kommt Finstergeist Kirk. Und wir bekommen den Isalit-Beschleuniger. So, das war's mit Finstergeist Kirk. Damit ist er tot. Finstergeist Kirk wurde besiegt. Wir behalten Menschlichkeit und 30.000 Seelen. Und sein Stachelschild bekommen wir auch noch. Das ist sehr nice. Hier ist eine Nebelwand, da geht's zum Boss. Allerdings gehe ich da noch nicht lang. Denn es gibt nämlich noch einen ganz großen optionalen Teil hier unten. Ihr habt ja gehört, dass dieser, ich nenne jetzt einfach Zwiebelritter, denn ich habe den Namen vergessen von ihm. Siegmeier, heißt der Siegmeier? Ich glaube, er ist Siegmeier von Katharina. Der hat sich ja hier unten aufgemacht, um im Isalit Abenteuer zu bestehen. Ja, er ist total abenteuergeil. Und er ist in einer kleinen Bredouille, kann man sagen. Chaos Magie, Feuerpeitsche. Und wir sollen ihn am besten hier retten. Jetzt muss ich nur gucken, wo das genau war. Das glaube ich war hier unten. Bin ich jetzt ein paar Meter zu weit. Aber das macht ja nichts. Genau, Siegmeier von Katharina heißt er. Mein Lieblings-NPC, Dark Souls.
hier bald. Genau, jetzt entledige ich mich erstmal diesem ganzen Statuen. Ui! Aber am besten auf sicherste Weise. So, ihr wart auch kein Problem. Jetzt gucke ich erstmal hier hoch. Ah, nö, da will ich noch nicht lang. Nee, 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 das ist gefährlich. Aber hier gehe ich jetzt erstmal lang. Ja, ich habe gesehen, da links war ein Item. Allerdings ist das... Ja, wie soll ich sagen? Die Entwickler haben sich wahrscheinlich gedacht, die Spieler sind so Item-geil. Was passiert? Ja, ja, da müsst ihr aufpassen. Unten sind nämlich diese ganzen komischen Kreaturen, die wir oben schon gesehen haben. Und haltet euch hier ganz links, dann könnt ihr nämlich hier diese Ranke runterlaufen. Ohne, dass ihr euch was passiert. Inversion des Rachegeist Old Symphonia. Okay. Ich glaube nicht, dass das ein NPC ist. Ich werde invasiert von einem anderen Spieler, liebe Leute. Troops, da heile ich mich mal ganz komplett voll. Die Frage ist jetzt natürlich, findet mich der Kerl oder findet mich der Kerl nicht? Bevor ich da jetzt mit dem Spiel weitermache, würde ich schon gerne diesen Rachegeist töten. Wo immer der jetzt aufgetaucht ist. Oder wo er sich befindet. Der ist 100 Pro irgendwo oben. Vorne sah ich eine Lebensanzeige. Wo könnte sich dieser Kerl befinden? Ich wurde ja schon mal invasiert, ihr wisst es ja noch. Na, wo ist er? Allerdings war das ein blaues Phantom. Das müsste eigentlich ein rotes sein. Die Frage ist nur, wo er sich befindet. Das ist immer die Frage. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mich ganz energisch sucht. Ah, da ist er! Ja, ja. Cheater! Das ist der billigste Angriff im ganzen PvP, meine liebe Leute. Dieser komische Machtstoß. Anklage nicht verwendbar, ich glaube es hackt. Jetzt habe ich 53.000 Seelen verloren, oder? Nein. Ja, natürlich habe ich 53.000 Seelen verloren. Was denn sonst? Gut, liebe Leute, ich werde mich jetzt da nochmal durchschlagen. Mein ganzes Zeug holen, dann sehen wir unten, uns unten bei Sigmund. Heißt das Sigmund? Ah, ich vergesse den Namen immer. Und ja, dann werden wir den mal aus dieser Klemme werfen. Bis dann, Leute, wie immer. Stay tuned. And so long.